Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Walking Dead Saints and Sinners Retribution. Ja, ich habe mich an den vorstelligen Titel mal wieder mittlerweile erinnert. Ja, beim letzten Mal waren wir bei Nachts unterwegs, haben Lola gesucht, die Mutter von der Tochter beim Pfandhaus. Da wollen wir auch heute im Verlauf des Videos hin. Aber zuerst müssen wir wieder darüber zu der Kirche und unsere Kollegen treffen, die uns nur im Untergrund treffen wollen. Und dafür müssen wir jetzt einmal den ganzen Weg latschen. Beim letzten Mal haben wir übrigens auch diese mega coolen Handschuhe hier gegönnt. Ich bin schon gespannt, was der Gruß aus Louisiana kann. Hoffentlich finden wir einen Zombie unterwegs, um es rauszufinden. Ich erhoffe mir irgendwie Elektroschläge, aber mal gucken. Ich weiß übrigens ganz genau, wo ich dort hinten auch den Bauplan finde. Also dort wird auch ein Bauplan liegen. Und zwar seht ihr das gleich, ich darf jetzt erstmal den ganzen Weg darüber latschen. Also bis ein paar Sekunden. So Leute, wir sind jetzt wieder hier drüben bei der Kirche in der Gegend. Und jetzt testen wir an dir mal meinen neuen Handschuh. Jetzt gibt's Backenfutter. Ich hab ihn einfach umgenockt. Scheiß auf Meta und so weiter. Ich box die jetzt alle weg. Ich verstehe schon, warum das ein Must-Have ist. Ich verstehe es schon. So, wir wollen jetzt noch nicht dorthin, wir wollen jetzt erstmal dorthin. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, wie der erste Teil geendet hat. Alter, ich kann dem Schädel einfach komplett wegboxen. Und zwar beim Finale, beim vorherigen Spiel, sind wir ja hier über den Bus geklettert und dort rüber in das Magazin rein. Und ungefähr dort ist auch tatsächlich der Bauplan. Und zwar darf ich jetzt hier erstmal hochklettern. Jetzt muss ich über das Rohr da hoch. Oder, nee, hier liegt er schon. Wenn ich es richtig sehe. Ja, hier ist schon der Bauplan. Jetzt haben wir nämlich einen noch besseren Bogen zur Verfügung. Hier lag der Bauplan. Die letzten beiden Baupläne, die es noch gibt, die, ich habe schon nachgesehen, wie gesagt, weil ihr dürft mich dadurch flamen, aber die ewig lang zu suchen, das wäre mir ein bisschen zu nervig und ganz ehrlich, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss, kann man auch ewig wirklich nach denen suchen. Deswegen lieber einfach den Guide nutzen und wissen, wo die sind. Also die letzten beiden Baupläne, die wir suchen, die sind beide im selben Bereich. Und ich glaube, dass wir dort im Verlauf der Story noch irgendwann dran vorbeikommen. Also brauchen wir uns da jetzt nicht drauf fokussieren. So, jetzt geht's aber da runter erstmal. Tourist, welcome back. Hallo. Thanks for responding to our call. Sag mir, was du brauchst. Enough supplies to arm a revolution. Did you by chance bring that with you? We need weapons, comms equipment, tactical gear. There's only so much we can skim from tower supply. But we heard that some exiles were making shit happen, moving stuff through some kind of trade network. And the mastermind behind it all is supposedly our buddy, the tourist. Ich ein Superhirn? Das glaube ich nicht. A mastermind? I don't know anything about anything. Very funny. Right now we need bolt cutters, like the heavy-duty chomper ones. Hey, du bist nicht mehr verbuggt. You might sound crazy, but everything in the tower is under lock and key. Entrance gates, storage areas, shit, they even lock up the refrigerators. We get bolt cutters, we can hack off the locks quietly and swipe what we need. Echo's got a lead on where you can find them. There's an exile in the French Quarter, Patricia. She's got access to some pretty rare stuff, but she won't deal with me because I was reclaimed. She says JB was a charlatan. Okay. Ein Ball ist schneller? Okay. Got it. Anything else?
We need to get a critical message out to the exiles. Mama's coming for them. We still don't know her plan, but every single exile has a target on their back. The map you found proves it. So, we need to put out some propaganda of our own. Here, give these to Patricia. Ask her to pass them out to any exile she sees. Mama is the enemy and needs to be eliminated. We're gonna be laying low, so you might not hear from us for a little while. When the time is right, we'll let you know. Thanks, tourist. Okay. Also haben wir jetzt noch mal einen neuen Story-Gegenstand. Begib dich noch nachts zu Bourbon Street. Finde Patricia, gib ihr die Flyer und hole den Beutelschneider für Sable. Tony hat mir gesagt, dass ich die UV-Taschenlampe benutzen kann, um den Katzen zu folgen. Ich muss Katzen folgen? Ja gut, ne? Wir können das ja so machen. Wir gehen jetzt zuerst dorthin, bringen Desiree die Nachricht von Lola. Weil wenn wir dort jetzt hinfahren, dann wird da ja wieder geöffnet sein. Und dann können wir von dort aus dann einfach zu Bourbon Street. Passt dann ja, ne? Bei Nacht unterwegs zu sein, finde ich aber trotzdem nicht so toll, ne? Naja, wir sehen uns beim Pfandhaus wieder. Bis gleich. Auch wenn wir eh schon hier so hinten sind, dachte ich mir, gucken wir uns nochmal eben kurz den Bogen an, den wir gerade neu freigeschaltet haben. Der braucht Stiel, aber einen davon mache ich mal. Hui. Der ist cool. Packe ich mir mal ein. Also ich hänge den hier an die Wand. Warte mal. LOL. Treffe ich genau dort, wo der Laser hingeht? Ja, so ungefähr. Alter, der ist richtig gut. Okay, weg mit dem alten Bogen. Ich nehme den mit. Der hat ein Laservisier. Wie geil. Okay, jetzt sehen wir uns wirklich beim Pfandhaus. So, Leute, wir sind wieder hier. Wir haben was für dich. The asshole is still asleep. Did you get my message to Lola? I'm sorry, but she wasn't there. It was chaos. The bells were ringing non-stop. She had to get the hell out of there in a hurry. She left a note for you, though. Let me see. Put it in the drawer. Ja, bitte. Jesus. Do you think she made it out? I doubt it. It was a total shitstorm. I can't believe it. You were trying to reunite with her? I was gonna see her for the first time since I was a baby. We were gonna leave New Orleans. Find somewhere less shitty to live. Don't blame me for that. Surviving in this place gets harder every day. Early on, when this whole mess began, I begged my dad to help me track my mom down. See if we could help her, but he refused. Told me she wasn't worth the trouble. And he kept me here, away from her, this whole time. Now she's gone. Anyways, I talk too much. You helped me, so now I'm gonna help you. I have a friend named Whistles. She was a fireworks technician back in the day. Tried the gym office in the high school in Rampart. But she only does business at night. She's the solution to your firepower problem. She's like a Da Vinci with explosives. At least that's what my dad says. Anyway, good luck. You're gonna need it to kill that Garrick dude. Warum mittlerweile alles bei Nacht? Ich mag bei Nacht nicht. Ey du, wenn du da eh schon stehst. Ich teste an dir jetzt mal einen neuen Bogen.
Alter, das Laservisier ist ultra genau. Okay, ich mag den neuen Bogen. Ich mag ihn richtig. Kann ich ja richtig stealth agieren. Ja gut, ich überlege gerade, wollen wir zuerst den einen helfen? Also, Nacht zur Bourbon Street oder Nacht zu Rampart? Ich würde sagen, zuerst das hier. Dann müssen wir jetzt Patricia finden, dann müssen wir ja nur Katzen folgen. Ich hoffe, dass es dort genauso hell ist wie beim letzten Mal. Ich habe übrigens beim letzten Part für euch das definitiv laut, heller gestellt, weil bei mir war es echt arschdunkel. Na gut, ich würde dann sagen, dann sehen wir uns bei der Bourbon Street gleich wieder bei Nacht. So Leute, da sind wir, nachts bei der Bourbon Street. Ich habe jetzt übrigens mal auf die normalen Schuhe nochmal umgewechselt, weil erstmal die schlechten auch brauchen, bevor ich die guten verwerte. Und hier jetzt bei Nachtrumrennen gefällt mir gar nicht. Mega gruselig. Einfach nur Katze folgen. Ja, genau deswegen. Komm her. Wenn ich durch ein dunkles Gebäude muss, dann ist Ende im Gelände. Da geht die Katze weiter, aber erstmal muss ich dich ausschalten. Okay, der eine Handschuh ist RIP. Ich weiß, dass ich hier in die falsche Richtung gehe, aber... Es geht einfach nur ums Clearen an sich. Okay, eben kurz Handschuhe ausrüsten. Erstmal den schlechten. Nicht, dass mir die Truppe später noch gefährlich wird. Wo? Ach da. Oh, meine Klauen sind kaputt gegangen gerade. Ach, komm her. Ich muss jetzt sagen, wie es ist bei Nacht, mag ich überhaupt nicht. Natürlich hier durch. Ja, wahrscheinlich
Da, wo ich beim letzten Mal hier auch war. So viele Katzensymbole. Ist mir gar nicht richtig die Richtung. Könnte sie nicht wenigstens minimal heller sein? Dass ich hier in eine Todesecke laufe. Ah, da oben ist die Person, die ich suche. Da kann ich ja gleich wieder verschwinden. Hallo. Tourist, I didn't expect to see you walk through the door. To what do I owe the pleasure? Ich brauche einen Bolzenschneider. I might have a pair around here somewhere, but no freebies, not even for you. Habe ich mir gedacht. That would be the case. What's it gonna cost me? Don't worry, it'll be painless. I've got some doctor types clamoring for surgical scissors. There's a clinic near the tower where you might be able to find them. Egg timers are in demand, rats too. But you have to figure out where to get those on your own. Deal? Okay. Sieht ziemlich steil aus. You know what they say? Bolt cutters don't grow on trees. Anything else? A favor. I have some friends who've had it with Mama's rain. They're working on a plan to take her out, but they're gonna need some exile help. Another plan to bring down the tower, huh? Does this one involve a catapult large enough to launch a dozen walkers at once? Ich will nur Daten sich behalten. Actually, no. But that's a great idea. Mama's coming for the exiles. Every last one of you. No more hiding in the shadows. It's either kill her or be killed. We need you to spread the word. A counterpunch to the tower propaganda that litters the streets. Holy shit, is this for real? Be yeah. Honest with me. Who the fuck are these people? I can't tell you who they are. Too risky. But trust me. I wouldn't be involved if I didn't think it was true. The tourist stamp of approval. I'll post a few up around here and hand off some stacks as people come through. In the meantime, I'll hold on to Billy Bolt Cutters until you can find what I need. Okay. Kann ich dir eigentlich irgendwas auch in die Hand drücken? Beispielsweise, kann ich dir das geben? Offenbar nicht. Ich sollte die eventuell mal einfach in die Kiste packen. Okay. Ansonsten scheinen wir hier fertig zu sein, ne? Nacht nach zu Rampart. Sie will spezielle Items. Moment mal, kann ich die Ratten einfach so geben? Hier. Die willst du doch. Das guckst du mich so an. Hoffentlich muss ich alles in einem dabei haben. Also eine Eieruhr, drei Ratten und fünf von den chirurgischen Scheren. Und die Scheren, die scheinen nur bei dem Tower-Gebiet zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Da habe ich ja was vor mir. Na gut, dann sammle ich hier irgendwo unterwegs jetzt noch eine Ratte. Vor allen Dingen, ich muss ja danach nochmal bei Nacht hier hinkommen. Aber das mit dem Towergebiet, das können wir am Tag erledigen. Es gab dafür ja keine Beschriftung. Ich muss jetzt unbedingt bei Nacht dahin. Und wenn wir dann eh beim Towergebiet sind, können wir dort die beiden Baupläne einsammeln. Passt ja. Na gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg wieder zurück zum Camp, ne? Wir sehen uns dann gleich bei der Tagüberbrückungssequenz wieder, wo dann der nächste Tag anbricht. Also bis gleich. Ein neuer Tag, neue Tote. Ich habe den Handschuh hier jetzt die Nacht über sehr gut genutzt, ne? Ich würde sagen, ich schmeiß den abgenutzten jetzt einfach direkt in die Box. Alles, was ich unterwegs gesammelt habe, habe ich jetzt unterwegs schon in die Box geschmissen. Ja, stimmt, ich habe ja auch noch einen Katana. So, meine Superhandschuhe sind bereit. Ich lasse die Lampe ruhig mal eben kurz leer gehen. Also unterwegs habe ich auch schon mal die drei Ratten gesammelt. Die liegen hier drin. Die alten Handschuhe, die können halt echt weg. Ich habe ja jetzt die Superhandschuhe. Und das Gute ist, die geben auch Stromleiter, die ich für das nächste Upgrade da brauche. Ja, ne? Hier ist jetzt nichts los. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich mir Stiele unterwegs mitnehme. Stromleiter, weiß ich gar nicht, was ich dafür überhaupt sammeln müsste, ehrlich gesagt. Aber ich brauche auf jeden Fall mehr Stiele. Was gibt mir eigentlich die Granaten, wenn ich die abgebe? Biomasse. Naja, ich würde sagen, hier machen wir jetzt für heute Schluss. Beim nächsten Mal gehen wir zum Tower. Dort haben wir zwei Baupläne zu holen. Und fünf von diesen chirurgischen Scheren waren es, ne? Es gibt offenbar in jedem Gebiet diese Kameraden. Eine Eieruhr und chirurgische Scheren. Wie gesagt, die Ratten, die habe ich jetzt gerade, während ich unterwegs war, nebenbei gesammelt. Die haben wir schon mal parat. Die sind unser kleinstes Problem. Aber wir müssen auf jeden Fall diese Scheren finden. Fünf Stück. Die Batterie habe ich übrigens auch mal hier jetzt mittlerweile reingeschmissen. Warte mal, hatte ich nicht so eine Eieruhr sogar noch hier drin? Ich habe den Eieruhr-Roboter da drin? Nee. Ich habe davon einen mehr, als ich brauche. Gibt auch Stiele. Ja gut, ne? Ich würde sagen, wir haben hier jetzt soweit alles für heute erledigt. Beim nächsten Mal geht's zum Tower. Dort müssen wir 5 chirurgische Scheren und 2 Baupläne finden. Das wird ein Spaß. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und beim nächsten Mal gehen wir zum Towergebiet, wo wir den Zombies richtig eine kleben würden. Bis dahin sage ich aber mal ciao und bis dann.